Wenn man das dann auf die Kleidung sprüht, habt ihr faltenfreie Kleidung. Und bist du bereit? Bin bereit. Wir müssen jetzt nochmal Blut abnehmen. Und danach muss ich mich auch anfangen zu spritzen. Ich finde, es gibt nichts über ein frisch bezogenes und abgesaugtes Bett. Ich mache jetzt nochmal das Chaos wieder fertig, was ich jetzt überall veranstaltet habe. Hier, ich war am Wochenende echt krank, liegen noch die ganzen Sachen, Eistee, ein paar Bonbons. Also, mich hat so umgehauen die letzten Tage, ne? Ich habe es ja schon vermutet. Donnerstag war wirklich der Super-GAU. Ich lag halt total flach mit noch ganz normalen Erkältungssymptomen, also Halsschmerzen, Schnupfen, ne? Was man auch immer hat. Aber ich hatte halt auch immer hohes Fieber. Das habe ich, seit ich Kind bin. Ich habe immer so richtig hohes Fieber. Lag damit flach, habe schon Grippostat genommen, damit auch mein Fieber gesenkt wird. Und abends, also das Fieber ist besser geworden, aber ich hatte halt trotzdem noch 38,6 trotz Tabletten abends. Und dann habe ich wirklich noch um 21 Uhr Migräne bekommen. Ich dachte mir erstmal so, ne, das sind jetzt bestimmt einfach Kopfschmerzen vom Fieber. Weil das hat man ja ganz oft, wenn man länger so ein hohes Fieber hat, dann kriegt man ja auch gleichzeitig Kopfschmerzen. Ich habe so eine Migräne gehabt, Leute. Boah, ich kam wirklich nicht darauf klar. Ich dachte mir, was mache ich jetzt? Ich habe ja schon Tabletten genommen, ich konnte nichts mehr nehmen. Ich habe meine Migränemaske getragen, die übrigens auch richtig gut gegen Fieber hilft. Also wenn ihr Fieber habt, dieses Kühlen, das tat so gut. Kann ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox setzen und empfehlen. Also wirklich gegen Fieber, richtig toll. Aber dann noch mit der Migräne. Ich habe mich nicht getraut, eine Tablette zu nehmen. Ich bin wirklich so vor mich hin vegetiert. Ich konnte nicht mehr. Ich schwitze gerade so extrem hier. Aber ich habe mich auch frisch eingecremt. Also das ist mein eingecremter Glow. Aber ich habe dann echt noch so Kühlpads ins Gesicht gehalten, um irgendwie alles zu kühlen und zu betäuben, was meinen Kopf anging. Habe jetzt noch so ein bisschen Hustennachwirkungen und so. Aber das Schlimmste ist überstanden. Jetzt kann die Arbeit wieder losgehen. Das ist echt Kacke, weil nach dem Urlaub sich immer sehr viel anstaut, was die Arbeit angeht. Also es bleibt ja eh schon viel im Urlaub liegen. Und danach noch krank zu sein, ist so, oh, deswegen, jetzt ist umso mehr zu tun. Aber ich freue mich. Das ist hier schon mal alles schön. Ich lasse jetzt nochmal den Sauger hier überall oben starten mit Saugen und Wischen. Am besten doppelte Menge, wegen den ganzen Haaren, die jetzt auch hier nochmal zum Vorschein gekommen sind. Auch wenn ich nochmal gesaugt habe, aber auch durch irgendwelchen Durchzug und so kommen halt immer wieder neue Haare zum Vorschein. Das räume ich jetzt auch nochmal auf und dann fange ich an, die Sachen abzuarbeiten. Ach ja, und eine Sache noch. Ich hatte mir jetzt bei DM das hier mal mitgenommen. Das wollte ich unbedingt nochmal austesten. Werde ich euch, wenn ich das getestet habe, ein Feedback zu geben. Aber damit, das soll man sich angeblich auf die Kleidung sprühen können. Ich habe auch gehört, dass der Trick auch funktionieren soll mit Wasser und Weichspüler einfach. Und wenn man das dann auf die Kleidung sprüht, habt ihr faltenfreie Kleidung. Also das soll so einen Bügeleffekt ergeben. Bin ich sehr gespannt drauf. Also wenn das klappt, dann ist das wirklich ein Gamechanger. Oh, ich bin so genervt. Seht ihr das? Ich bin jedes Mal, und ihr seht, hier ist nur ein Haar drauf. Ich habe frisch nämlich Staub gewischt, gerade erst gestern. Ansonsten würde das hier schon ganz anders aussehen. Aber es nervt mich so, dieser Wind. Aktuell ist so ein Sturm die ganze Zeit draußen. Also der trägt hier den ganzen Dreck wirklich so richtig rein, wenn wir hier einmal ein bisschen lüften. Und wer so süß aussieht, der bekommt natürlich ein bisschen Beachtung, ne? Oh, mein kleines Mäuschen. Wie kann man immer so süß sein? Ah, Leute, ich habe was bestellt. Das packen wir gleich mal zusammen aus. Ich habe gerade so eine Spange hier hinten. Seht ihr das? Ich finde die voll süß. Die hatte ich bei Mango gekauft. Und ich habe schon das ganze Jahr immer überlegt, ob ich solche Spangen an mir schön finden würde. Und ich dachte mir immer, oh nee, die sind bestimmt zu groß oder so. Und jetzt habe ich es einfach mal mit Phil zusammen gekauft, wo wir letztens in der Stadt waren. Und ich finde es richtig schön. Ihr kennt ja hier zum Beispiel schon meine Schmuckstücke, die ich rauf und runter trage. Die Ohrringe, die Kette, die ich schon jahrelang habe. Und hier seht ihr jetzt, ich habe einen zweiten Ring dazu bestellt bei Bruna. Ich habe ja den hier, der hat jetzt keinen goldenen Stein. Und der hier am Ringfinger ist mir nämlich manchmal zu klein, wenn meine Finger so dick werden, wenn es zum Beispiel zu warm ist. Und deshalb habe ich mir den hier jetzt nochmal größer geholt, in einer 52, damit ich dann den Ring auch mal tragen kann, wenn meine Finger gerade wieder geschwollen sind. Und halt so eine Abwechslung habe mit dem goldenen Steinchen drin. Das fand ich sehr schön. Aber jetzt kommt's. Ich habe nämlich eine Kette entdeckt, die ich super schön fand. Hier hinten steht tatsächlich auch Bruna drauf und von vorne sieht sie so aus.
Ich finde diese Sonnenketten immer super schön mit Anhänger. Und Bruna hat nämlich gerade 5. Geburtstag. Und anlässlich dazu gibt es 10% Rabatt auf der Website. Also das ist super, super, super selten. Und dazu kommt, dass ich tatsächlich auch nochmal die Chance habe, euch 5% zu den eh schon 10% Rabatt auf der Website zu geben. Das heißt, ihr könnt nochmal 5% on top mit meinem Code BrunaCindy, den schreibe ich euch auch nochmal unten hin, sparen. Und ihr wisst ja, dass ich die Schmuckstücke sehr, sehr, sehr gerne trage. Das sieht schon sehr schön aus. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen länger gelassen. Ihr könnt das dann natürlich auch kürzer machen. Und ich habe euch, glaube ich, auch noch nie so eine Verpackung gezeigt. So kommt das Ganze hier an. Also so sieht das dann aus. Und ich habe mir noch Ohrringe in dieser Tropfenform geholt. Setze ich euch auf jeden Fall mal rein, die Links unten von den Sachen, die ich hier jetzt neu dazu bestellt habe. Man muss halt wirklich dazu sagen, das ist sehr hochwertiger Schmuck. Also davon habt ihr was. Ich habe ja selber... Sieht das schön aus oder schön aus? Ich finde, es sieht richtig schön aus. Ich habe mir da ja auch meine Schmuckstücke zur Hochzeit selber bestellt. Die Kette mit dem Anhänger habe ich schon so viele Jahre. Und da habe ich halt damals auch die ganze Zeit überlegt, ob ich sie mir bestelle oder nicht, weil ich sie auch immer online gesehen hatte. Und ich habe es nicht bereut, die bestellt zu haben. Also ich trage sie ja bis jetzt. Das ist immer so mit meiner liebsten Kette, die ich rauf und runter trage. Deswegen, also ihr habt wirklich sehr lange etwas von den Schmuckstücken. So richtig edel aus, ne? Also so richtig schick. Richtig schön. Also wie gesagt, den Rabatt wird es auf das gesamte Sortiment bei Bruna geben. Die 10% wegen des 5-jährigen Geburtstags, dann nochmal die 5% on top. Auf alles könnt ihr sparen. Also schlagt da auch gerne zu, so wie ich es getan habe. Ich setze euch die Links, wie gesagt, in die Infobox. Schaut euch das mal an. Ich habe eine richtig süße Kastanie gefunden. Möchtest du die haben? Die ist, oh, pass auf, die tun doch weh. Hier ist alles schon voller Blätter und Kastanien, ne? Und Eicheln. Das ist echt heftig. Was hier alles los ist. Du, was wühlst du? Monsieur? Was wühlst du hier? Nee, das tut hier alles weh, Sam. Da musst du ein bisschen aufpassen mit den Kastanien. Das sind keine Tennisbälle. Aber die ist richtig putzig. Gerade ist richtig Land unter, aber ich bin jetzt trotzdem in der Mittagspause in den Stadtpark gegangen mit Sam, um hier lang zu schnüffeln. Ne? Genau immer hinter mir gewesen. Aber es ist so schönes Wetter heute. Es wäre einfach schade, wenn ich zu Hause hocke und die ganze Zeit nur arbeite. Das habe ich nämlich gestern bis abends schon spät. Und es wird ja dann doch immer nicht besser. Und ich freue mich. Und später haben wir noch einen Termin nachmittags in der Kinderwunschklinik. Und gucken mal, was der Arzt jetzt sagt und vorschlägt, weil jetzt quasi alles in die nächste Besprechung geht. Denn das zweite Spermiogramm, die Ergebnisse kamen an, es war leider nicht besser als das erste. Also es steht halt fest, dass eine Deformierung vorliegt und die genetisch bedingt ist. Das heißt, man kann da nicht wirklich was gegen machen. Und man kann aber natürlich eine künstliche Befruchtung machen. Und ich glaube, oh Gott, die ICSI. Ich weiß es nicht. Wir können euch das später mal erzählen, welche Variante. Aber so eine bestimmte Variante ist dann auf jeden Fall genau perfekt dafür. Und es kamen einige Nachrichten, dass man das doch privat halten kann mit den Spermien und so. Aber wozu? Also wir fragen uns wirklich, warum? Weil genau deshalb teilen wir das ja auch, weil wir finden, so etwas muss einem nicht unangenehm sein, weil wir auch so Nachrichten bekommen haben, dass das ja doof ist wegen Phil und seiner Arbeit und den Arbeitskollegen so. Ja, aber es ist doch nichts Verwerfliches daran. Wenn ich teile, dass ich meine Endometriose habe, dann ist es in Ordnung. Aber wenn man etwas zu der Deformierung sagt, dann ist es halt nicht in Ordnung. Ich glaube, wir müssen einfach alle offener an das Thema rangehen. Also natürlich, wenn man das privat halten möchte, soll man das definitiv privat halten. Also so soll es jetzt nicht klingen. Aber wenn wir bereit sind, die Sachen zu teilen, weil so viele von euch sich da bestätigt fühlen und wir bekommen so viele Nachrichten, wie toll das ist, dass wir das teilen, weil es vielen gerade genauso geht und viele in der gleichen Situation sind und sie sich halt nicht trauen, irgendwie etwas der Familie oder den Freunden zu sagen. Und wir finden halt, dass das völlig in Ordnung ist und dass man sich da nicht schämen braucht oder irgendwas in der Art. Es ist doch völlig menschlich, dass nicht alles in Ordnung ist. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch eine Kinderwunschklinik. Auch wenn uns manchmal Sachen geschrieben werden von wegen, ja, das ist doch peinlich, das zu teilen. So, nee, finden wir halt überhaupt nicht. Und wir gehen da super gerne offen mit um, weil wir wissen, wir sind nicht die Einzigen, die diese Herausforderungen haben, sage ich jetzt mal. Ich habe hier übrigens ein Matcha Latte. Eis Matcha Latte zu spät mal.
dieses Lied, ey, das ist so ein Ohrwurm von Shirin David, ne? Nee, aber wie gesagt, also für uns ist das überhaupt gar kein Problem. Wir gehen da offen mit um und wir freuen uns, dass wir euch da mitnehmen können. Für uns ist das tatsächlich so eine richtige Art Therapie, so doof das klingt. Aber würden wir jetzt, glaube ich, das Thema komplett für uns behalten und uns verschließen und das nur so für uns mit ausmachen, würde es uns, glaube ich, viel schlechter gehen. Und so, es ist, ihr seid, es klingt so doof, ne? Aber ihr seid wirklich wie so eine Art Therapie für uns. Es geht uns einfach gut, wenn wir mit euch darüber reden. Ja. Ne? Ist schön. Es wird gerade so richtig warm. Es ist richtig traumhaftes Wetter. Auch richtig viel. Ich glaube, es sind noch Ferien, ne? Weil hier sind richtig viele Kinder, richtig viele Eltern, die frei haben. Also es ist zum Teil hier richtig voll, obwohl es mitten in der Woche ist. Aber so schön, es tut so gut. Also wenn ihr mal das Gefühl habt, das wird euch hier alles zu viel mit der Arbeit oder was auch immer, oder ihr einfach einen freien Kopf braucht, geht echt mal immer in den Park spazieren. Zu schön. Und bist du bereit? Ich bin bereit. Bereit, bereit. Bereit. Bereit? Bereit. Oder bereit? So bereit wie SpongeBob. Was heißt das? Ich bin bereit. So hat er das bestimmt nicht gesagt mit deinem russischen Akzent. So. Bitte schon mal alle Schlüssel. Weil? Weil? Du mich verlässt. Ja, für den Abend, ne? Ja, das ist verlassen. Aber da du jetzt einen Autoschlüssel hast, darfst du auch gerne abschließen. Achso, mein. Ich nehme über den Eismax Latte. Das Parkticket vergessen im Auto. Ne, was man hat, was man nicht im Kopf hat. Boah, Junge, ich dachte gerade, das ist doch nicht dein Ernst. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. So. Ja. Wartezimmer. Ja. Guck mal, sie hat eine Spielecke für dich. Kannst du dich hinsetzen? Oder auch, wenn du willst, können wir was lesen zusammen. Hier, warte mal. Elsa Entchen ganz allein. Das klingt auch ganz schön traurig. Oh, das ist ja etwas, auf das ich mich richtig freuen würde. Der Igel sie an was Glück sein kann. Zusammenlesen. Auch wenn wir Kinder bekommen, falls sie da keinen Bock drauf haben, die müssen da durch. Weil Mama das möchte. Ja, Mama möchte lesen. Hier, Lotte will Prinzessin sein. Ah. Oh. Meine wunderbare Wimmelwelt. Süß. Siehst du. Schön. Ich glaube, das ist auch echt cool, wenn man seine eigene Kindheit nochmal durchleben kann. Ja. Ich freue mich schon auf die Lego-Zeit. Auf die Lego-Zeit? Ja. Du hast ja gerne Lego gespielt, ne? Sehr gerne, ja. Ich habe auch sehr viel Lego noch von meinen Eltern zurückbekommen. Ich hatte überlegt, das alles zu verkaufen. Ich glaube, darauf wird es noch hinauslaufen. Weil es ist einfach wirklich viel zu viel. Ich bin der Meinung, wenn wir unsere Kinder kriegen oder unser Kind, dann sollten wir die Spielzeugmenge so halten, dass man das Zimmer noch gut aufräumen kann. Ja, und ich glaube, das Problem ist auch immer, unsere Eltern haben sehr, sehr, sehr viel aufgehoben. Halt beide Seiten, und wenn man dann alles zusammentut und dann ja heutzutage ja eigentlich auch nochmal irgendwas Neues kaufen will, weil sich das ja in den 30 Jahren weiterentwickelt hat, da kommt man gar nicht mit hin. Da müsste man eine neue Wohnung anbieten. Und das Heftige ist ja auch, wenn man so überlegt, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich habe wirklich als ganz kleines Kind am liebsten mit Kartons gespielt. Ich habe mich in Kartons reingesetzt und habe auch mit Töpfen gerne gespielt. Keine Ahnung. Aber weil unsere Eltern, glaube ich, auch nicht das Geld hatten. Also bei mir war das auch, meine Mutter hat mir zum Beispiel von so einem Karton so ein richtiges Haus gebaut. Ja, aber das hat man irgendwie immer gemacht, so Fenster ausschneiden. Ja, genau. Aber ich finde, das waren halt auch irgendwie so die geilsten Sachen. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich sogar schon Spielsachen irgendwann. Ah. Aber ich fand das trotzdem geil. Also ja. Ich finde ja, das Kind entscheidet ja selber, was es so cool findet. Ja, eben. Und ich glaube, solange du das Kind nicht so krass überstimulierst, was ja heutzutage so mit iPad und dem ganzen Kram schnell passieren kann, kann auch ein Karton ganz geil sein. Ja. Das stimmt. Oh Gott, iPad, auf gar keinen Fall, ey. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, wann eure Kinder oder wann ihr der Meinung seid, wann ein Kind ein iPad in die Hand bekommen sollte. Ich finde das richtig schlimm, wenn man so vorbeiläuft und die kleinen Kinder wirklich, die so 2, 3 sind, einfach ein Handy in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Damit das halt
ruhig ist und beschäftigt Ich glaube, wird. es ist so ein schmaler Grat. Ne? Wir sind auch keine Eltern, deswegen kann man das nicht Ja. nachvollziehen. Aber ich glaube, so, wenn du wirklich mit den Nerven am Ende bist, dann kann das schnell mal passieren, dass du es einfach machst und du denkst, okay, dann ist es zumindest kurz ruhig, Ja. was in meinen Augen persönlich nicht der richtige Ansatz ist. Aber wir stecken noch nicht drin, wir wollen noch nicht klugscheißen. Ich wollte gerade sagen. Wir sind durch. Wir erzählen euch gleich mal das Wichtigste. Wir müssen jetzt nochmal Blut abnehmen, weil wir jetzt nochmal, ich bin halt gerade mitten im Zyklus und deswegen wird das dann eh nochmal dauern, bis wir den Termin machen können. Und solange haben wir Zeit, nochmal eine genetische Untersuchung machen zu lassen. Das ist auch super interessant, weil man so feststellen kann, ob vielleicht irgendwas weitergegeben wird an Werten, die vielleicht nicht so schön sind. Und da könnte man dann auch mit der künstlichen Befruchtung noch mal ein bisschen was machen. Und da dauert es 4 Wochen, bis das Ergebnis kommt. Deswegen haben wir da jetzt noch genug Zeit, warten das Ergebnis ab und dann besprechen wir das Ganze. Und von der Blutgruppe her war es so, dass Cindy eine Blutgruppe hat, die keine Probleme bei der Schwangerschaft macht. Ja, also es sieht alles super aus, außer die Endometriose und die Spermien. Sie können. So. Ja. Siehst. Aber ging sehr schnell. Nur ein. Ein Pixie. Ja. Bei mir wurde ja beim letzten Mal auch nicht so viel abgenommen, aber du hast ja in deinem Blutbild auch mehr Werte als bei mir. Ja, bei mir wurde richtig viel abgenommen. Drecken Liter. Viel Spaß. Ist halt super interessant, weil da auch festgestellt werden kann, ob theoretisch eine Fehlgeburt passieren könnte oder halt andere genetische Sachen. Und da das jetzt eh alles dauert, weil ich, wie gesagt, mitten im Zyklus bin, wir werden wahrscheinlich ab Oktober starten. Richtig cool. Und dann haben wir halt noch die Zeit, den Test abzuwarten. Wir haben jetzt Anfang Oktober einen Termin gemacht, einen telefonischen, wo uns dann die Ergebnisse mitgeteilt werden. Und bei der nächsten Periode soll ich mich dann tatsächlich melden und dann wird ein Termin gemacht, damit ich Gelbkörper in Tablettenform nehmen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also kann sein, dass ich da jetzt noch nicht so super gut informiert bin. Und danach muss ich mich auch anfangen zu spritzen. Also das dauert dann erstmal noch. Aber wir müssen jetzt erstmal die nächste Periode abwarten. Jetzt haben wir Unterlagen, die einmal zum Frauenarzt müssen, die der Frauenarzt dann unterschreibt, damit das hier dann wieder eingereicht werden kann, dass wir halt eine künstliche Befruchtung machen und vielleicht gibt es da auch noch ein Aufklärungsgespräch zu zweit. Dann werden uns die Unterlagen also der Antrag quasi zur künstlichen Befruchtung wird uns zugeschickt. Da muss der Antrag erstmal an meine Krankenkasse, da müssen wir warten, bis der zurückkommt. Da muss der an Phils Krankenkasse, weil natürlich ein Teil von der Krankenkasse zum Glück übernommen wird, sonst wäre das sehr, sehr, sehr teuer. Also ist es so natürlich auch schon, aber wenigstens wird ein Teil davon übernommen. Und wenn der Antrag von Phils Krankenkasse dann zurück ist, können wir den Antrag hier abgeben und einreichen. Und dann kann das Ganze dann halt auch starten. Und da muss aber auch der richtige Zyklustag und so abgewartet werden. Also deswegen, da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und na, alles verstanden? Sehr Wir haben echt gut. Glück, dass wir da eine Dame haben, die das sehr gut kann. Ja, die ist richtig nett. Und das ging echt so zuck, bumm. Bum, bum, bum. Wir sind jetzt final fertig. Wir besorgen jetzt noch Cindy was zu essen, weil sie hat extrem Hunger. Ich glaube, gerade jetzt noch ein Blut abnehmen, da muss sie auf jeden Fall noch mal was hinterher tanken. Und ich fahre ja gleich zu meinem Kumpel und wir grillen gleich noch was, deswegen werde ich jetzt nichts mehr essen. Und wir sind echt zufrieden. Also von der Beratung her ist es auch echt cool. Weil ich finde, wenn man da so hingeht und jetzt nicht so vernünftig beraten wird, am Anfang hatten wir so ein komisches Gefühl, als wir mit der ersten Thekendame da telefoniert hatten. Thekendame ist komplett falsch. Rezeption, tut mir leid. War es vom Feeling echt komisch, aber jetzt sind wir super zufrieden und freuen uns auf die nächsten Schritte. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und warte jetzt auf Phil, dass der nach Hause kommt, denn er hat schon geschrieben, dass er gleich zu Hause sein wird. In der Zeit habe ich hier den Vlog geschnitten und alles ready gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Wir wollen jetzt tatsächlich wieder Montag und Freitag vloggen, also schaltet gerne Freitag um 18 Uhr wieder ein und bis dann. Tschüss!